echt blau. Richtig geil. Also man muss die Dosierung einfach nur erhöhen. Das habe ich nicht gedacht. Guckt euch das mal an. Der ist wirklich blau. Das ist richtig pervers, das Zeug. Das ist total geil. Moin zusammen. Willkommen zu diesem Video. Ja, einige von euch hängen mir schon seit langen Wochen in den Ohren. Wann kommt endlich was zum Magic Foam Blue? Ja, sorry Leute. Jetzt kommt endlich was dazu. Wir machen ein Testvideo. Also, Otto Bright ist der Hersteller. Das Zeug nennt sich, wie gerade gesagt, Magic Foam Blue. Und das ist quasi ein Schaumproduktionsmittel. Und da sieht man es direkt, ja, das ist pur blau. Deswegen habe ich auch extra mal gerade keine Handschuhe an, damit ihr es sehen könnt. Also man muss mit dem Zeug ein bisschen aufpassen. Man muss das wirklich differenziert betrachten. Also es holt auf jeden Fall oder macht einen blauen Schaum, das weiß ich schon. In der Foam Gun auf jeden Fall. Ob es mit der Gloria klappt, weiß ich nicht. Das müssen wir jetzt testen. Das Problem dabei ist, ihr seht das halt wirklich hier auch an der Farbe und an meinen Fingern jetzt direkt, das ist gefärbtes Zeug. So, und die schreiben es halt selber direkt auch als Warnhinweis, nämlich dann hier drauf, zum Beispiel als Warnhinweis, weißes Auto darf das gar nicht erst verwendet werden. Auf gar keinen Fall. So, und dann hier, please remember, that this is a colored. Also, dass dies ein gefärbtes Snowfoam-Produkt ist, which will be colored when applied, das sich färbt, wenn es auf euer Fahrzeug kommt. Please rinse down, also please, bitte wascht es runter. Please rinse down your driveway. Das sprich, man muss auch hier die Fläche danach runterwaschen, weil sonst könnte der Boden hier blau färben. Also höllisch aufpassen mit dem Zeug. Und ich bin wirklich gespannt, wie es aussehen wird. Ja, in Verbindung dessen benutzen wir das Otto Bright Shampoo. Das ist das Purple Velvet. Ein super geiles Shampoo. Das riecht nach Bubblegum. Leute, das ist pervers. Das ist ein cooles Zeug. Jo, würde ich sagen, testen wir direkt mal und schauen mal, was wir da für eine Mischung brauchen. Wir fangen bei den 15 Millilitern an, wie wir das vom Snowfoam kennen. Und mal gucken, ob wir damit zurechtkommen. So, ich habe mir mal ein paar schon benutzte Handschuhe angezogen, ist aber auf jeden Fall sicherer jetzt bei dieser blauen Farbe. Also ich bin da noch ein bisschen skeptisch, ob das alles jetzt so geil wird. Aber schauen wir es uns mal an. Wir geben dem Zeug natürlich eine Chance. Na, guck mal, wie blau das ist. So, wie gesagt, 15 Milliliter. Gucken, ob wir damit ein gutes Schaumbild hinkriegen. So sieht das von der Konsistenz jetzt aus. Es ist wirklich pur blau gefärbt. Ihr seht auch den Rest, der jetzt da drin bleibt. Auch besonders, wenn ich das jetzt hier reinkippe. Guck mal direkt, wie das blau geworden ist da unten im Behälter der Gloria. Und guckt euch das mal an. Das ist pure blaue Farbe. Also, ich bin da skeptisch. Ne? Da seht ihr es auch. Also, muss ich auf jeden Fall den Boden gut sauber machen. So, ja, dann dazu das Purple Velvet. Also, das ist wirklich ein super geiles Zeug. Habe ich letztens ein Fahrzeug mit gewaschen und... Oh, Leute, das riecht so pervers. So, ordentlichen Schuss dazu rein. Gloria Sprühkopf drauf. Und dann schäumen wir die Wand ein. Und ich hoffe, die wird nicht richtig blau, dass sie so bleibt. Halt, stopp, bevor wir jetzt losschäumen. Guckt euch das mal an, so sieht das jetzt hier drinnen aus. Also das ist richtig blau geworden. Also wirklich faszinierend, ne? Ich komme da noch nicht so ganz drauf klar, ne? Wie ihr merkt. Okay, würde ich sagen, jetzt testen wir mal das Schaumbild. So, da seht ihr schon so ein bisschen von dem Schaum und also blau, sagen wir mal, da ist ein Ticken irgendwo eine Farbe von einem bläulichen Ton drin, aber ein richtig blauer Schaum, da muss man jetzt viel reininterpretieren, ganz ehrlich gesagt. Ne? Also man sieht, dass das hier irgendwo so ein wirklich ein bläulicher Schimmer da ist, aber dass das richtig blau ist, kann ich so nicht bestätigen. Und das war auch das, was ich vermutet hatte, weil ich hatte es schon mal ausprobiert mit der Gloria. Ich vermute, es funktioniert nicht in Verbindung mit der Gloria. Wir werden es gleich nochmal testen mit einer höheren Dosierung, mit einem anderen Mischungsverhältnis. Wir gehen gleich einfach mal auf 80 oder 100 Milliliter davon. Ich glaube, es liegt wirklich daran, man kann es nur mit der Snowfoam wirklich benutzen und mit der Snowfoam, mit der Foam Lens benutzen, mit dem Hochdruckreiniger zusammen, dass da dann richtig ein dickes blaues Bild rauskommt, weil das waren auch so die Sachen, die ich im Netz gefunden hatte. Weil, ja, man erkennt, dass das jetzt hier kein reines Weiß ist oder ähnliches, aber ein richtig deutliches Blau oder so erkenne ich jetzt hier auch nicht. Das muss man ganz klar sagen.
So, wie ihr sehen könnt, der Becher ist randvoll. Gute 50 Milliliter. Die hauen wir jetzt komplett hier rein. Also ich verstehe es nicht so ganz, dass es nicht richtig funktioniert, muss ich ehrlich zugeben, weil ihr seht ja diesen Effekt, wie krass das Wasser hier direkt blau wird, aber dass der Schaum wirklich nur so eine kleine, ja, so ein bisschen bläulich wirkt, nur so ein Schimmer da drin hat und nicht wirklich komplett. Okay. Jetzt haben wir eine höhere Dosierung. Bin ich mal gespannt, ob das was bringt. Testen wir einfach mal. Mal gucken. Haha, Leute. Ja, da tut sich was. Doch, 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 da tut sich was. Also, ja, wir haben jetzt relativ viel genommen. 50 Milliliter. Aber guckt euch das mal an. Ja, geil. Total blaue Schaumparty hier. Ich habe aber auch gerade ein bisschen wenig Shampoo genommen. Jetzt ist es echt blau. Richtig geil. Also, man muss die Dosierung einfach nur erhöhen. Das habe ich nicht gedacht. Guckt euch das mal an. Der ist wirklich blau. Das ist richtig pervers, das Zeug. Das ist total geil. So, nochmal. Jetzt bin ich aber Feuer und Flamme hier. Oh. Ja, da kommt Freude auf, ey. Guckt euch das mal an. Ah, guck mal, guck mal. Das kriege ich sogar noch dunkler hin. Ist das geil. Boah, das müsst ihr mal von ein bisschen weiter weg sehen. Na, also jetzt, hier guck mal, grüne Baum und dann hier blaue Wand. Also das ist wirklich blauer Schaum. Also es funktioniert doch, aber mein Fehler, muss ich zugeben, 15 Milliliter am Anfang, deutlich zu wenig. Guck ich das mal an, das ist wirklich total blau. Richtig krass. Das habe ich nach meiner ersten Mischung nicht gedacht. Wie gesagt, jetzt waren es 50 Milliliter. Jetzt würde ich sagen, gehen wir aber auch noch hin und erhöhen das Ganze. Vielleicht kriegen wir das noch ein bisschen blauer. Also, next Runde kommt jetzt. So, los geht's. 50 Milliliter, die ersten. Dann hauen wir hier Leitungswasser dazu. Und dann mache ich jetzt extra nochmal wirklich bewusst eine höhere Dosierung. Also 50 Milliliter war ja schon richtig geil. Man könnte natürlich noch gucken, ob wir es auch mit 30, 40 alleine hinbekommen. Wir gehen jetzt auf jeden Fall hin und machen das Ganze mit 80. Also wirklich eine sehr, sehr hohe Dosierung. Jetzt gehe ich auch hin und oh, hier liegt ein Kaugummigeruch in der Luft. Das Zeug ist so geil. Jetzt haue ich mal einen ordentlichen Schuss rein, wie ihr gesehen habt. Und jetzt bin ich ganz gespannt drauf, was wir für ein Schaumbild rauskriegen. So, Freunde, guckt euch das mal an. Selbst die kleinen Luftbläschen hier und hier, was hier runterkommt, alles blau. Also, das ist eine richtig blaue Party hier. Ferris macht blau, Style. Wer den Film kennt, uralter Klassiker. So, und ja. Boah, Leute, ey. Also klar. Das hat keinen Sinn, dass das Zeug blau ist. Das macht das Auto nicht sauberer. Keine Frage. Aber das ist mal was echt anderes. Das ist sowas von geil. Guck mal, wenn ich so ein bisschen schüttel und schräg halte und Luft reinhole, da kriege ich die. Guck mal, guck. Das ist ja total pervers. Klar, wird sehr luftig. Aber irgendwie, wenn der viel Luft zieht hier in der Gloria, dann kommt da auf jeden Fall noch richtig viel mehr blauer Effekt raus, ne, als so. Seht ihr? Seht ihr den Unterschied? So ist es schon eher so tendenziell hell, hell, hellblau. Das macht Bock. Das ist echt geil. Boah, das Zeug ist der Hammer. Ja, guckt euch das an hier. Guckt euch das mal an. Wir schäumen blau. Richtig geil. Richtig geil. Aber wie ihr seht, ist das Schaumbild irgendwie nicht noch luftiger als bei den 50 Millilitern. Also von daher würde ich sagen, sollte man, denke ich mal, unter die 50 Milliliter gehen. Vielleicht müssen wir 30, 40 ausprobieren. Aber ich würde sagen, wenn einer von euch sich das geholt hat, schreibt in die Kommentare, was ihr für eine Mischung da empfehlt. Ich würde irgendwas zwischen 30, 40 als nächstes mal testen. Und dann sollte das auch gehen. Und guckt euch das mal an. Das sieht so geil aus. Ach hier, Automatik Gloria hält. Richtig pervers, ne? Hier im Vergleich nochmal, da sieht man das wirklich am allerbesten. Ist das pervers, ey. Richtig geil. Ja, ich würde auch sagen, last but not least, wir testen mal zwischen 30 und 35. Ja, mach mal 35, genau. Mach mal einfach mal 35 Milliliter und gucken mal, ob wir das auch so schön blau hinkriegen. So, alles soweit vorbereitet. Schüsschen Shampoo rein. Ups, so. Und 35, ne? Jetzt kann das sehen. Zack. 35 Milliliter sind es.
So, und da färbt es sich ordentlich blau. Also das klappt auf jeden Fall. So, Gloria-Kopf drauf und los geht's. So, Gloria pumpt und los geht's. Da sehen wir, ja, es ist auf jeden Fall blau, aber das war bei 50 Millilitern deutlich mehr. Das ist echt krass. Also man braucht so eine gewisse Menge. Naja, das ist jetzt, nehmen wir extra mal ein Stück weiter zurück. Also ja, da ist irgendwo ein bläulicher Ton wieder drin. Da könnt ihr es wieder mit dem Unterschied zum grünen Baum hier sehen. Aber bei 35 Milliliter ist es bei weitem nicht so blau wie bei den 50. Ich würde sagen, wir machen das jetzt anders. Ich will ja keine Ressourcen verschwenden. Wir gehen jetzt hin und zu den 35, ganz wichtig nachher noch, unbedingt durchspülen, reinigen, damit hier keine Rückstände drin bleiben. Wir gehen hin und erhöhen das Ganze mal um... Na, was habe ich denn hier überhaupt für eine Skala? Da sind... Na. Wir erhöhen das Ganze mal um so 7, 8 Milliliter. Ah, ja, das passt. Das ist noch vor dem Strich von 10, also 8 irgendwo. So. Jetzt wären wir irgendwo bei 43 Millilitern. Hier, ihr seht ja, ein bisschen bleibt hier immer drin. Und da bin ich jetzt mal gespannt. Also wenn wir es bei 40, 45 irgendwo haben. Ansonsten ist es halt wirklich so. Und man benötigt einfach bei der Gloria, bei dem Auto Bright Magic Foam Blue, wirklich satte 50 Milliliter. Das muss man sich natürlich dann, oder sich darüber im Klaren sein. Ja, ist auf jeden Fall bläulicher. Aber immer noch nicht so geil wie vorhin. Nee, also die 50 Milliliter kann ich hier nochmal unterzeichnen. Die brauchen wir einfach dafür, um den Schaum wirklich richtig blau zu machen. Sonst klappt es nicht, ne? Nee. Nee. Das ist nicht der Blauton, den wir haben wollen, um es so zu sagen. Also, ich kann noch mal ein bisschen mit dem Schräg halten und schütteln. Ja, guck mal. Also, es ist wirklich krass, wenn sie mehr Luft zieht, die Gloria, was sie ja macht. Wenn man sie so ein bisschen schräg hält oder so ein bisschen schüttelt, na, dann kriegen wir noch mal so ein bisschen auch anderes Schaumbild raus. Ja, da seht ihr es. Aber das ist natürlich, ja, ganz ehrlich, da würde ich jetzt auch nicht auf die 10 Milliliter pfeifen, würde ich drauf pfeifen, so rum gesagt. Also es ist deutlich blauer als gerade. Aber ich würde einfach 50 Milliliter auf einem Liter Wasser nehmen. Das ist einfach so. Gut, muss man sich dann halt drüber im Klaren sein. Wie gesagt, ich bezweifle, dass das jetzt irgendwie eine sonderlich bessere Reinigungsleistung als Snow Foam hat. Das kann ich nicht beurteilen, nicht hier an der Wand schon mal gar nicht. Das können wir demnächst im Video, werde ich dann meinen Wagen damit mal waschen, auf jeden Fall. Muss man sich drüber im Klaren sein, aber es ist auf jeden Fall ein Erlebnis, weil das ist super geil. So, Freunde, da kommt der blaue Schaum angelaufen. Das ist echt zu geil, ne? Also ich gehe da voll drauf ab. Ich gehe da voll steil drauf, wie man so bescheuert neudeutsch sagt. Ja, also, Zwiegespalten, ganz ehrlich gesagt. Es ist nicht günstig. Ich glaube, die 1 Liter Flasche kostet 20 oder 22 Euro. Darüber muss man sich im Klaren sein. Wenn man Bock drauf hat, ein richtig geiles blaues Schaumbild zu haben, ist das eine super geile Sache. Kann ich nur empfehlen. Absolut geil. Man muss relativ hoch dosieren mit 50 Millilitern für die Gloria im Sommer. Werde ich das Ganze natürlich auch mit der Foam Lens nochmal testen. Da kommt auf jeden Fall auch nochmal was anderes raus. Das habe ich im Netz schon gesehen. Und gegen den Widersprüchen vom Netz, ja, mit der Gloria kriegt man es hin, wenn man die richtige Dosierung macht. Also 80 Milliliter sind übertrieben, 50 reichen da vollkommen aus. Jo, genau. Also so dementsprechend, ich finde es ziemlich geil, macht Spaß, ist mal wirklich was anderes, hat nicht jeder und macht einfach was her. Shampoo, Purple Velvet, immer noch super geil, also das hat einen geilen Geruch nach Bubblegum, Leute. Och, ich stehe so auf Bubblegum-Geruch. Total Hammer. Wichtig noch, wenn ihr das benutzt habt, wie gesagt, die Grundfläche, also wo ihr geschäumt habt, dann auch in der Waschbox einfach mal kurz hingehen und über den Boden ein bisschen spritzen, damit es da keinen Stress mit dem Besitzer oder so gibt. Wichtig, ne, guckt an, wie blau das ist. Brrp, ja. Die ganze Gloria auf jeden Fall durchspülen. Ich verlinke euch an dieser Stelle auch nochmal mein Video dazu, wie ihr es macht, weil hier hängt natürlich jetzt überall auch der Filter hier unten. Guck mal, da ist, ne, alles mögliche blau.
mit klarem Wasser durchspülen und richtig sauber machen. Das ist wirklich ganz wichtig. Das würde ich auf jeden Fall nicht lassen, weil wenn das trocknet, habe ich die Befürchtung, dass es halt eintrocknet. Und dementsprechend Hinweis auch nochmal, nicht geeignet für weiße Fahrzeuge. Steht auch ganz klar bei den Waschhelden dabei. Ja, apropos Waschhelden, da könnt ihr es bestellen. Denkt an den 10% Gutschein, einfach 83 MeToo eingeben und dann bekommt ihr 10% Rabatt. Ja, ich hoffe sehr, es hat euch gefallen. Sorry, dass es was länger gedauert hat, aber liegt halt auch am Wetter. Und haut rein, bis zum nächsten Video. Schreibt mir unbedingt in die Kommentare, wie ihr das Zeug findet. Ciao.